Und da haben wir ein Lied drüber gemacht, über den Alkohol, die Gefahren des Alkohols, und das geht so. Es war vor gar einer langen Zeit, und ich war furchtbar steckenbreit. Ich lag im Stall so in der Ecke, und hab gedacht, ich müsste verrecken. Scheiß auf den Schnaps und auf den Suff. Nützt alles nicht, ich muss jetzt auf. Ich schwank schiffierig aus dem Stall. Der Mist hängt nur noch überall. Du Vater brüll, du Holzsau. Du bist schon hier steckenblau. Hast keine Frau, hast nicht gelernt. Du hast deine Liebe schon verpennt. Zum Vergnügen hier. Deswegen wollte ich jetzt auch schon mal sagen, das ist jetzt auch erstmal unser letztes Lied vom kulturellen Programm, dann haben wir es endlich hinter uns, ja. Weil wir wollen ja nicht so viel Kultur machen, wir wollen ja lieber auch noch wegfeiern sozusagen. Ne? Deswegen kommt jetzt schon mal so langsam das letzte Stück von unserem kulturellen Programm. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so üblich ist, dass man noch ein letztes Stück, sieht man ja normalerweise, sagt man dann immer, ja, ganz schön, ich wollte es ja nicht selber sagen. Aber wenn hinterher keine Zugabe sagt, das wäre jetzt immer unheimlich peinlich. Deswegen wollte ich schon mal Bescheid sagen, dass das jetzt aus Letztendlich ist. Und jeder, der unser CD kennt, ist bei uns auch zu kaufen. Der weiß, dass unser letztes Stück normalerweise mal mit 1000 Köpfen neuen Jugendchor gesungen wird. Mit 1000 Köpfen neuen Jugendchor zu den Enzigen ist immer schwierig. So etwas machen wir heutzutage nur noch lauter hochbezahlte ausländische Fachkräfte. So etwas. Deswegen könnt ihr euch jetzt vielleicht auch mal noch auf vielen Stellen in den Eunuchen. Und dann könnt ihr auch mitgesingen. Zwar ihr müsst singen. Huh, okay? Ich sing's euch immer vor, ihr müsst singen. Probier das mal um. Oh, na gut. Das war noch einfach, jetzt geht's aber andersrum, es war so runter. Probier das mal.
noch springen, jetzt kommt nämlich erst das Ei und dann ohne zu überlernen das Anhänger her. Das geht nämlich so und zwar. Probier das mal an. Okay, das war ein wenig durcheinander. Hä? War ungefähr wie bei der Wallfahrt zum Heiligen Bonifatius so ungefähr. Die Frau sind schon längst, nee, die Männer sind schon längst fertig mit dem Lied. Die Frau singt noch die 16. Stunde aus. Okay, und das ist ein Lied aus Handel von dem Bauer ist der Ring. Der wollte mal romantisch sein, kostet nicht so, was zu so einer Frau, Frau soll so. Da hat sich Schwester gesagt, die was macht, muss ein bisschen romantisch sein, muss sagen, du hast so schöne Augen wie ein tiefe blaue See und eben so ein Scheißdreck. Ne? Und da hat er sich seine Gedanken dazu gemacht, dabei rausgekommen ist das wunderschöne romantische Röner Liebeslied. Das heißt, du hast schöne Augen wie eine Kuh, heißt das Lied. Und ihr dürft alle mitsingen, zuhören und auch noch dabei lachen. Was, da, ihr lacht ja jetzt schon. Was? Ja. Und das ist dann auch das letzte Stück. Wenn ihr merkt, dass eure Nachbarn da nicht dran denken, könnt ihr mir mal sagen, das war das letzte Stück. Muss jetzt auch sagen, Zugabe. Okay, gut. Komm. Das Lied geht so. 3, oh. Ich höre gar nicht. Und. Ja, so langsam kommt so noch mal. Sehr schön. Und noch einmal. Jetzt ich allein. Ich war schon seit Wochen unglücklich verliebt. Ein schönes Mädchen, wie es beim Reiten so viele gibt. Meine Schwester hat gesagt, ich sollte mal Liebeslied schreiben. Und Gott sei Dank viel morgen, dazu auch gleich eins ein. Und jetzt mitziehen und zuhören. Du hast so schöne Augen wie ein Kuh. Oh Baby, ein Arsch wie ein Gaul, hast du auch noch dazu. Du hast so diese lange Zähne. Oh Baby, oh wie ein kleines Schweinchen, so schön nass. Da bin ich mit meinem Liebeslied nachts zu ihr gegangen und hab und dann schmachtend zu singen angefangen. Da ging auf einmal wirklich ein Schlafzimmerfenster auf und es flog ein Nachttopf mit Sand im Inhalt raus. Oh Baby, du hast so schöne Augen wie ein Kuh. Oh Baby, ein Arsch wie ein Gaul, hast du auch noch dazu. Du hast so diese langen Zähne wie ein Haas. Oh Baby, oh wie ein kleines Schweinchen, so schön nass. Und jetzt nochmal, also sagen wir mal. Wunderschön, und nochmal. Ich liebe euch alle. Der Reichsbäume war nur vor schön. Und Schluss und. Dankeschön, tschüss, macht's gut und. Das gut, ist gut, ist gut. Ja. Es ging ja nur ums Prinzip, ist ja gut, sehr gut. So, das war das Lied, das jetzt kommt dann. Das war das letzte Lied, dann kommt jetzt unsere Zugabe. Und zwar unsere Zugabe. Das ist was, wo ihr euch schon mal aufs Tanzen einstellen könnt. Weil wenn man die ganze Zeit so Prozesse hat, da wird man ja ganz dämlich im Kopf und so. Deswegen machen wir jetzt mal was, was ihr bestimmt alle schon kennt, so vom Altenheim oder so. Und zwar machen wir jetzt mal einen Sitztanz, okay? Einen Sitztanz. Und zwar, ich sage euch, was ihr jetzt macht. Ich sag, grüner Apfel, die sind rund, da macht er mit beiden Händen und Pullen so, die sind rund, die sind rund. Und dann sag ich, grüner Apfel, sind gesund, da macht er mit beiden Händen, sind gesund, sind gesund. Und dann sag ich, grüner Apfel, die haben Biss, da macht er dann mit beiden Händen, die haben Biss, die haben Biss. Und dann sag ich, da kommt man auch gut drauf geschiss, da braucht er dann nichts zu machen, okay? Und dann sage ich noch dreimal Schwabbelubab und hier her, alles überhaupt. Ja, und den Rest kriegen wir dann noch, ne?
dass dann aus letzter Stelle vom kulturellen Programm, ich brauche dann noch nicht Heizbrenn, ich brauche dann aber auch nicht, mit Zugabebrüll. Weil Herr macht dann anschließend noch Tuberabend hier. Danke, okay. Ja, ich bin mehr, ich komm zu mir. Ich war wieder noch ein Bier. Ich werd so Zeug, das trinkt ich dir. Ich trinkt für Leber, Äpfel, Bier. Und sie hat so ein schöner Mann. Und die Äpfel war so rund. Weil der Äpfel ist ein Rund. Zu kommen doch mit. Wenn du mit mir den Äpfel fleckst, ich soll zu ihr, aber klar, ich nehm doch gern die Äpfeltroa. Die stellt ihr leider auf den Baum und die leider nicht den Au. Grüner Äpfel ist ein Rund. Grüßen Rund, grüßen Rund. Grüner Äpfel sind gestorben. Der Nettpunkt
dann vor deinem ganzen Mann. Fängt er auf die Knie bei, Leute, dann wird's eigentlich gleich. Und am Friedrichshorn, was war da? Ein Salto mortale Gewalt, ist der Bye-bye.